Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. Wir hatten uns mit den Listen beschäftigt und damit geht es jetzt auch erstmal weiter. Das ist nicht mehr so direkt eine Einführung, sondern schon ein How-to-do. Wie wende ich das an? Was mache ich damit? Und damit habe ich im letzten Video, im Video 52, angefangen und wir machen jetzt weiter mit 53. Wir machen jetzt weiter mit der Gestaltung von Listen. Ich habe noch nicht so ganz ausbaldowert, wie lange das dauern wird, aber ihr werdet das auch an den Titeln merken, wenn ihr jetzt sagt, ich möchte jetzt erstmal weiter Elemente von HTML kennenlernen, dann könnt ihr das auch überspringen. So, bei der Gestaltung von Listen ist auch die sind auch Selektoren dabei, Vererbung, wie gesagt, das ist ein Thema, was wir nochmal bekommen werden. So, und wir machen jetzt aber erstmal ganz schnell weiter. Unser Dokument sieht im Moment so aus und wir haben hier erstmal nur ein ganz kleines Style-Element eingefügt. Das möchte ich jetzt noch ein bisschen anders machen. So, wir haben gesehen, dass hier die Ziffern, die Bezifferung, dass die ganz ungünstig am Rand sitzt. Das wollen wir jetzt ändern. Und das machen wir, indem wir links den Innenabstand deutlich vergrößern. Wir setzen den auf 70 Pixel und damit schieben wir jetzt die ganze Liste deutlich innerhalb des farbig markierten Blockes. So, das ist das Erste, was wir machen. So, dann setzen wir die Blockbreite kleiner. Das hatte ich ja hier so gemacht, so dass der Block oder die Liste deutlich kürzer ist. So, und das, wenn wir jetzt hier wieder in unser Element reingehen, machen wir mit Width, also mit Breite. Und die Breite setzen wir mal auf 25%, also ein Viertel von der Gesamtbreite des Bildschirmes. Und naja, so, ihr seht, ganz so richtig stimmt das nicht. Das liegt aber daran, dass die Breite immer noch mit bestimmten Elementen zugeschlagen wird und so weiter und so fort. Also da muss man dann, wenn man später programmiert und sagt, ich möchte das in einer bestimmten Optik haben, muss man auch so ein bisschen herumfrickeln und ausprobieren, was ist denn jetzt die optimale Breite. Aber 25%, das ist ganz gut. Und dann lege ich mir noch einen Rahmen an, den mache ich mit 2 Pixeln, gepunktet, also dotted, und nehme die Farbe Orange-Rot, also Orange-Red. Also, und damit sieht dann unsere ganze Liste so aus. Upsala. So aus. Jetzt möchte ich als nächstes natürlich hier die Innenelemente gestalten und dazu könnte ich jetzt sagen, ich lege mir eine Liste 1 an und gehe dorthin und mache zum Beispiel den Hintergrund Doppelpunkt ja im Bisk nennt sich das. Das ist so ein ganz, ganz helles Orange. So, und jetzt müsste ich eigentlich hier unten hingehen. Das können wir auch mal machen. Und gehe jetzt hier hin und weise jedem Listenelement eine Klasse zu. Ich mache es jetzt nur beim ersten Mal, weil hier gibt es eine wesentlich einfachere Methode. So, speichere das ab und zeige euch mal, wie das jetzt aussieht. Und ihr seht, ich habe den Hintergrund jetzt in diesem schönen, in dieser schönen helleren Farbe, in diesem leichten Orange. So, aber das ist jetzt mühsam, weil ich müsste das jetzt allen zuweisen und so weiter und so fort. Und das gerade möchte ich nicht machen. Und hier gibt es tatsächlich eine andere Möglichkeit. Ich lösche jetzt hier das Glas gleich Gänsefüßchen auf 1, Gänsefüßchen zu, wieder aus dem Listenelement. Und gehe hier oben hin. Und jetzt gibt es hier einen Trick. Ich sage nämlich OL
Punkt 1 und dann Liste, also das Listenelement. Und jetzt setzt er mir in der geordneten Liste 1 alle Listenelemente mit dem Hintergrund, mit der Hintergrundfarbe Bisque, also mit diesem leichten Orange. Jetzt speichere ich das ab und schaue mir das an, wie das jetzt aussieht. Und ihr seht, jetzt hat jedes Element diese Hintergrundfarbe bekommen. Und das ist ein sogenannter Selektor. Ich kann nämlich sagen, ich wähle nur für die Liste, für die geordnete Liste mit der Klasse 1 alle Listenelemente aus und die werden alle gleich gestaltet, nämlich so. So. Und das ist ein Selektor. Das kennen wir auch schon. Wir haben ja zum Beispiel Selektoren gehabt, wie zum Beispiel, ich nehme P und weise dem jetzt irgendetwas zu. Und das kann ich eben durch das Hintereinanderschreiben dann in sich schachteln. Wir bekommen das auch noch mal ein bisschen komplizierter für andere Listenelemente, wenn wir jetzt hier zu unserer zu unserem Rezeptliste kommen. Da machen wir das nämlich dann mit drei Elementen hintereinander. Und das zeige ich euch dann noch in einem der folgenden Videos. So, das löschen wir jetzt hier erstmal wieder raus, weil das gehört gar nicht hierher. Das war nur ein Beispiel. Und ihr erinnert euch vielleicht daran, dass ich das in einem früheren Video euch schon mal gezeigt habe. So, jetzt möchte ich als nächstes noch die Nummerierung ändern. Und das mache ich mit dem Attribut ListStyle und dann Type. Und da nehme ich den Wert Lower Latin. Lower Latin steht für Kleinbuchstaben und zwar die lateinischen Kleinbuchstaben. So, und das ist ganz normal, dieses A, B, C, D, also unser Alphabet eigentlich. So, das ist das nächste, was ich machen möchte. Dann möchte ich die List Style Position außerhalb haben. Das ist aber ganz normal, das, was wir jetzt schon haben. Und schließlich möchte ich noch einen schönen Abstand haben und also einen Innenabstand, dass das so ein bisschen sich voneinander unterscheidet, dass sich das trennt. Und da nehme ich ein Padding von 5 Pixeln. So, und dann schauen wir uns mal an, wie das jetzt aussieht. So, und jetzt sieht es schon unserem Endergebnis wesentlich ähnlicher. Uns fehlen noch die Linien unten drunter und natürlich dann auch, dass sich das Ganze hier ein bisschen interaktiv gestalten lässt. Das haben wir noch nicht. Gut, aber das war es jetzt erstmal für dieses Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann zeige ich euch, wie man das Ganze interaktiv macht.